Truth or lie? So, wir haben Tablets mit der Wandtafel getroffen. Es heisst Truth or Lie, Wahrheit oder Lüge. Du hast für uns, Marco, 5 behauptige Fragen. Genau, es geht darum, wir spielen in 2 Teams. Also Stefan und der Jeff werden das Team bilden, der Fabian und der Ivan werden das Team bilden. Ich werde 5 Aussagen vorlesen und jemand herausfinden, ob das wirklich passiert ist oder ich mir das an einem langweiligen Samstagnachmittag einfach so erfunden habe. Das Team gewinnt, wo am meisten richtig liegt. Also ihr habt 10 Sekunden Zeit, um mich zu beraten, ob es stimmt oder nicht. Und dann zeigt ihr bitte die Kamera 2, ob das richtig ist oder nicht. So, Aussage 1. Beim VfL Wolfsburg gibt es eine Klausel, die besagt, dass ein Spieler kein Auto von einem anderen Hersteller besitzen darf als VW. Stimmt das oder stimmt das nicht? Besitzen oder fahren? Besitzen oder fahren? Besitzen. Besitzen. Habe ich grün gesagt? Was würdest du sagen, Jeff? Stimmt die Klausel? Wir haben unsere Antwort. So, jetzt brauche ich die Antworten. Besitzen, glaube ich. Bitte nicht. Kamera zeigen, Stefan. Aber was ist die? Besitzen oder fahren? Sitzen, bitte zeigen, sonst läuft die Zeit ab. Nein, so für uns. Du, so, eben. So. Das grüne Zelt. Das grüne Zelt. Also, ja. Beide sagen nein, beide haben recht, das war eine Lüge. Ja. Aussage 2. Robert Lewandowski ist von einem Fan angezeigt worden, weil er aus einer Champagnerflasche getrunken hat. Wo? Wahr oder nicht wahr? Weil er aus einer Champagnerflasche getrunken hat, ist er angezeigt worden. Von einem Fan. Habe ich das erfunden oder stimmt das? Scheiße. Weißt du nicht? So, jetzt brauchst du langsam wieder die Antwort. Das hast du Sag, das sagst du nicht? Nein. Du sagst ja. Ich sage, es stimmt nicht. Ach. Ich höre von Jeff. Es ist die Wahrheit. Beide liegen falsch. Also beide haben den Punkt. Das war so abstrus. Wir haben doch über das Bauchgefühl vom Jeff selber eh nicht geredet. Weißt du so, warum? Es war, glaube ich, er hat es auf dem Rasen gemacht und der Alkoholgehalt war zu hoch für ein Fußballstadion und öffentlich. Vom Champagner. Das nimmt an. Ja, es war ein bisschen hübsch scheiße, wenn man das so sagen darf. So, die dritte Aussage, weil er sein Auftaktdrängen nach einem Transfer verpasst hat, hat ein brasilianischer Spieler seine eigene Entführung vortäuscht und bei der Polizei so gemeldet. Klarer Fall, oder? Da. Klarer Fall. Zeigen Sie bitte. Richtig, beide liegen das da richtig. Glaub, 2-2, also es ist wirklich eine spannende Angelegenheit. Aussage 4, der ehemalige Bayern-Spieler Thorsten Frings ist über mehrere Ecken mit dem Papst Benedikt XVI. Verwandt. Über mehrere Ecken. Wahrheit oder du Lüge? Du als Katholik. So, du bist ein Deutscher. Ja. Jetzt brauchst du wieder die Antwort. Stefan sagt nein. Beide sagen nein und beide liegen wieder richtig. Also komm, für die Jones schreibe ich einen Punkt. Du bist gut gefühlt, 2-2 und jetzt die letzte. Wie hast du aber Verträge umgeschrieben? Du weißt ganz genau, dass wenn du verlierst, kannst du die Haare abschneiden. Das ist echt ein Wertinsatz. Ich würde sagen, die zwei machen Klasse. Wenn wir gewinnen, müsst ihr die Haare wachsen. Nein, keine Ahnung. Also, 2-2, Aussage 5. Bei einem unterklassigen Pokalspiel in England war mal der Rasen gefroren. Damit das Spiel stattfinden konnte, haben die Zuschauer ihre Autos auf dem Rasen geparkt, damit er auch schön aufgewärmt wird. Richtig oder falsch? Da schaut ihn. Kann ich mir das ausdenken, oder ist das so passiert? Du Fuchs! Du bist so abstrusen, ja. So, zeigen Sie. Jetzt schauen wir, ob wir eine Entscheidung haben. So, ja, wir haben sicher mal eine Entscheidung. Der Stefan tippt nein, der Ivan und der Fabian tippt ja. Und das ist wahr. Es ist tatsächlich so passiert. Stark. Wir haben einen Sieger. Super! Der Fabian und der Ivan haben 3-2. Wir haben einen The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen, every Monday at 7 p.m. on SportalHD.com.